Thomas Forschbach von Werdemusik, herzlich willkommen zu dieser Piano-Tutorial-Serie und du wirst hier das ganze Stück spielen lernen und zwar sowohl eine einfache Version als auch eine fortgeschrittene Version. Du wirst ja eine ganze Menge lernen und wir starten heute im Video erstmal mit dem Intro, auch in der einfachen Version. Wenn du schon fortgeschrittener bist, dich mit Akkorden auskennst, kannst du schon zum zweiten Teil gehen, aber pass auf, noch verschiedene Sachen. Erstmal, ich habe mit Hannes eine Coverversion aufgenommen von diesem Video. Würden uns sehr freuen, wenn du da vorbeischaust. Link ist in der Videobeschreibung auch hier bei dem i verlinkt. Zwei Hinweise, einer davon ist brandneu. Und zwar, vielleicht kennst du schon mal einen kostenlosen Piano-Crashkurs für Anfänger. Der Link dafür ist auch in der Videobeschreibung. Aber es gibt jetzt auch die Piano-Kiste. So, pass auf. Also, wenn du wirklich blutiger Anfänger bist, lege ich dir sehr den Crashkurs ans Herz. Ja, auch den Link findest du in der Videobeschreibung oder unter dem i. Und also, da geht es ein paar Basic-Lektionen, also auch so didaktisch aufgebaut, durchdacht. Ja, wir fangen ganz am Anfang an, wie man die Tasten richtig anschlägt, wie man die Finger hält und so weiter. Wenn du sagst, okay, hey, ich kann schon Klavier spielen, so ganz Basissachen brauche ich nicht mehr, dann ist die Pianokiste das Richtige für dich. Da gibt es alle möglichen Tipps, ja. Und zum Thema Klavierspielen, sehr bunt gemischt. Ja, würde mich freuen, wenn du bei beiden dazuschaust. Übrigens, wenn du im Crashkurs teilnimmst, anschließend geht es mit der Pianokiste weiter. Ja, also brauchst du dich dann nicht für beide Sachen einzutragen. Ja, also dann klickst du einfach auf den Link, kommst auf meine Seite, kannst dich da eintragen und bekommst die Lektion quasi von mir per Mail nach Hause geschickt, absolut kostenlos. Und ja, würde mich sehr freuen, wenn du dabei bist. Also, ja, genug geredet. Ich zeige dir jetzt am Klavier, was du lernen wirst, sowohl die einfache als auch die fortgeschrittenen Versionen. Und viel Spaß jetzt mit dieser Tutorial-Serie. Ich zeige dir erstmal, was du in diesem Tutorial alles lernen kannst, alles lernen wirst. Und zwar habe ich sowohl eine sehr, sehr einfache Version für dich, als auch eine, ja, ich möchte ein bisschen tiefer in die Materie gehen. Ja, also zum Beispiel die ganz einfache Version sieht am Anfang so aus. Ja, also das ist wirklich einfach, das kriegst du auf jeden Fall schnell hin, selbst wenn du noch nie oder kaum Zeit an einem Klavier verbracht hast. Aber pass auf, danach geht es auch direkt weiter, nämlich du kannst es auch so hier lernen. Und wir gehen sogar noch einen Schritt weiter. Wenn du möchtest, auch so. Das ist sogar ein bisschen mehr als der Pianist im Originalvideo macht. Ja, wieso kannst du es auch so lernen? Weil ich dir ein bisschen mehr den musikalischen Hintergrund erklären werde später. Dann kannst du es sogar auch so spielen. Ja, keine Ahnung, ein bisschen improvisieren. Ja, es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten. Aber starten wir erstmal ganz einfach. Und zwar mit der linken Hand. Pass auf, die hat die Töne. A, ja, das von den drei schwarzen Tasten hier von der Mitte aus rechts gehend, die weiße. Dann F, hier oben, hier sind wieder drei schwarze Tasten, links davon ist das F. Und dann das C. Und das ist von den zwei schwarzen Tasten links daneben die weiße. Also nochmal A, F, C, 2, 3, 4, A, F, C. Und das ist jetzt der erste Überabschnitt. Das solltest du jetzt so gut wiederholen, dass du das so spielen kannst. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, A, F, C. Ja, du kannst jetzt gerne das Video auch nochmal pausieren und das so oft wiederholen, bis du das sicher spielen kannst. Pass auf, jetzt zeige ich dir mal die rechte Hand. Ja, nur mal auf die rechte Hand konzentrieren. Wir üben die Hände erst getrennt an, dann zusammen. Das ist ein Überabschnitt. Ja, Überabschnitt heißt, diesen Abschnitt, ne, pausierst du das Video und wiederholst ihn wirklich ganz, ganz oft. Das kann 10, 50, 100 Mal sein,
Wenn das jetzt viel klingt, ja, ist es auch. Das ist auch gut, weil du es dann lernst. Aber es dauert nicht so lange und es ist die schnellste Art auch, ja, Klavierspielen zu lernen. Übrigens in kleinen Abschnitten und ganz, ganz viele Wiederholungen zu machen. Gut einprägen dabei, ne? Ja, das sind die Töne. C, A, G, G, E. Ja, diese Töne sind das. C, A, G, G, E. Ja, und vom Rhythmus ist es, guck mal. 1, 2, 3, 4. Ja, das. Nochmal. 3, 4. Ja, also das ist der Überabschnitt. Guck mal, das so ein Einatmer vor und ja, ganz am Anfang kannst du den vorstellen, so einatmen, also und dann geht's erst los. Also ja, du musst jetzt nicht extra einatmen, es reicht, wenn du dir das vorstellst. Okay, das war der erste Überabschnitt. Jetzt kommt der zweite. Das ist etwas ganz Kurzes. E, G, E, A. E, G, E, A. Ja, immer abwechselnd mit dem E. Daumen, Zeigefinger, Daumen, Mittelfinger. Das ist der Rhythmus. 2, 3. 2, 3. 2, 3. Drei. Auch das ganz oft jetzt wiederholen und dann klappt das auch flüssig, also dann kriegst du es auch hin, dass du das so schön spielen kannst und prägst es dir gleichzeitig ein. Hat zwei Vorteile auf einmal. So, und dann kannst du auch mal beide übrigens zusammenspielen. Und wiederholen. Ja, das sind die ersten beiden Überabschnitte zusammen, schön wiederholt. So, pass auf, jetzt kommt der dritte Überabschnitt. Ja, also du musst jetzt nicht so schnell machen wie ich. Du kannst das Video pausieren und noch erstmal schön weiter wiederholen. So, ich zeige es aber schon mal, den dritten Überabschnitt. So ist es. Das ist der längste, ne? Das fängt an mit C, H, A, A, G, F, G, E. Nochmal. Guck mal, also wir gehen eigentlich runter vom C zum E. Und zwar, das A spielen wir dabei zweimal. Dann spielen wir G, F. Und dann gehen wir zum G nochmal zurück und dann runter zum E. Ja, das heißt eigentlich, was du dir merken musst, ist, dass das A zweimal ist. Dass wenn wir das F gespielt haben, noch einmal zum G zurückgehen und von da aus dann direkt zum E. Ja. 2, 3, 4. Das ist der Überabschnitt. 3, 4, einatmen auch. 2, 3, 4. So, und das ist dieser Überabschnitt. 3, 4. Auch den bitte jetzt ganz oft wiederholen, dass du spielen kannst und dir gut einprägen. Und dann kannst du mal versuchen, alle drei Überabschnitte zusammenzuspielen. So, 3, 4, wiederholen. So, 3, 4. So, 3, 4. Ja, das sind alle drei zusammen.
So, pass auf, jetzt bringen wir die linke Hand dazu. Ja, nochmal wiederholen vielleicht die linke Hand. 2, 3, 4, das war A, F, C. 2, 3, 4, A, F, C. 2, 3, 4. So, pass auf. Mit beiden Händen zusammen. Erstmal, also ganz wichtig übrigens nochmal, wenn du jetzt denkst, du kannst die linke perfekt, du kannst die rechte perfekt, komm, spiele ich beide zusammen, dann wirst du schnell verzweifelt sein. Wieso? Nämlich jetzt fängt es erst wirklich an, schwierig zu werden. Ja, das ist nochmal eine ganz andere Stufe fürs Gehirn. Aber keine Sorge, du schaffst das. Es muss einfach nur gut wiederholt werden, ja, das ist das einzige Geheimnis und wir bleiben deswegen in den kleinen Überabschnitten, ja, es funktioniert nicht, dass du jetzt das sofort hier drauf losspielst, ja, beziehungsweise wenn das bei dir funktioniert, herzlichen Glückwunsch, dann, ja, bist du eigentlich schon sehr gut dabei, aber wenn nicht, das ist völlig normal auf jeden Fall, so, also pass auf. Das ist erstmal der erste Überabschnitt, ja. Guck mal, erst die linke Hand, dann die rechte, dann nochmal die rechte, aber kurz danach die linke, ja. Guck mal, das würde sogar als Überabschnitt reichen jetzt erstmal. Ja, das ist hier eigentlich nur der halbe. Also wichtig ist dieses AF. Also links, rechts, rechts, links. Links, rechts, rechts, links. Ja, also das ist es. Und dann geht's weiter. Ja, rechts, 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 links, rechts. Ja, rechts, rechts, links, rechts. Rechts, rechts, links, rechts. Immer zusammen, die beide zusammen. Okay, drei, vier. So, und das ist eigentlich der erste Überabschnitt. Achtung, jetzt geht's weiter. Beziehungsweise, wir haben ja noch den zweiten dazwischen. Nämlich, das ist ein Vorteil, der zweite wird in der rechten Hand komplett alleine gespielt. Ja, da macht die linke nichts anderes, die hält einfach das C. Beziehungsweise nach dem A wird auch links das A gespielt, aber das ist schon wieder der dritte Überabschnitt. Ja, und das ist der dritte Überabschnitt, pass auf mal langsam, erst links wieder. Rechts, rechts, rechts und beim zweiten A, das A wird zweimal angespielt, spielt links die Hand das C. Das F natürlich. Ja, beim zweiten. Und zwar genau gleichzeitig. Rechts, 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 links. Ja, am Schluss, das C wird kurz nach dem E gespielt. Nochmal. So. Und wenn du das spielen kannst, kannst du es eigentlich schon spielen. Jetzt müssen wir noch alles zusammenbringen. Und zwar.
Das war auch schon der erste Teil. Wenn du das spielen kannst, kannst du das Intro spielen in der einfachen Version. Im nächsten Video machen wir dann die etwas fortgeschrittene Version draus. Ich zeige dir ein paar kleine Tipps und Kniffe und ich würde mich freuen, wenn du die Links in der Videobeschreibung checkst, den Crashkurs, die Pianokiste und auch unser Cover. Unten ist alles oder auch hier unter dem i findest du alles. Warte mal, hier, ich weiß nicht, ich glaube, hier ist es. Ich bringe es immer durcheinander. Naja, schön, dass du dabei bist. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis demnächst.